So. Ich glaube, ich kaufe noch mal ein bisschen Schutz. Und dann geht's auf zum Pakt der Freunde. Ja, Verkupplerin. Das Problem ist, ich habe irgendwie die Tendenz dazu, dass ich immer helfen möchte und dementsprechend, wenn ich sowas mitbekomme, es mir in den Fingern juckt, da irgendwie nachzuhelfen. Aber ich sollte nicht. Ich sollte nicht. Deswegen halte ich mich da immer sehr zurück. Hast du überhaupt Schutz für mich hier? Die haben alle das gleiche Sortiment, oder? Ja, okay. 20... Ja, nehmen wir ein paar mit. Wir haben es ja. Verkuppel mich mal. Danke. Schreib immer einen Steckbrief, auf wen oder was du so stehst, Omort, und dann gehe ich mal meine geheime Community-Akte durch, wo natürlich überall eure ganzen Daten stehen, auch eure Kontodaten, Maße, Vorlieben, Fetische und Fotos, und dann schaue ich mal, ob irgendwas für dich dabei ist. Natürlich, wenn ich gerade über Fetische rede, kommen die Hände in den Chat, ne? Was sollen wir das jetzt sagen, Schatzileinchen? Du stehst in der geheimen Akte übrigens nicht drin. Du bist vom Markt. Da klinge ich übers Handy so anders? Klinge ich übers Handy geiler, besser oder schlimmer? Wenn letzteres der Fall ist, macht das Handy aus. Jetzt schreiben dir alle Steckbriefe. Ich fände das ja witzig, wenn das jemand machen würde und ich dann wirklich sofort jemanden im Kopf hätte nach dem Motto, ja, hier Omort sucht das und das, da kenne ich ja jemanden. Das fände ich wirklich gruselig. Darf ich mal sehen, was in den Akten über mich steht? Nein, das geht nicht. Ihr dürft nicht eure eigenen Akten lesen. Ja, zu schnell. Dann verprügeln wir halt erst ein Kind. Meine wahre Stimme ist halt unschlagbar. Die Sache ist, wenn ich auf der Gamescom dann teilweise Leute treffe. Ich habe schon alle Reaktionen gehabt. Ich habe Leute gehabt, die gemeint haben, ja, ich meine, klar, in echt klingt die Stimme immer ein bisschen anders als über so ein Mikrofon. Minimal zumindest, je nachdem, wie gut das Mikro ist. Aber ich habe halt auch schon Leute gehabt, die gemeint haben, ja, klar, du klingst halt so wie immer. Also finde ich jetzt nicht irgendwie seltsam oder so. Und ich hatte auch schon Leute, die meinten, boah, du klingst im Real Life so anders als online. Und ich denke mir so, okay. Also, ich kann ja nichts dafür. Also, so wie ich hier mit euch rede, rede ich ja auf Conventions prinzipiell auch mit euch. Ich meine, klar, es ist ein bisschen anders, weil ich hier ja quasi einfach so in Anführungszeichen vor mich hinrede und auf den Chat eingehe und mit euch allen ja irgendwo gleichzeitig rede. Und auf so Conventions ja dann wirklich euch direkt adressiere und mit euch rede. Und dann vielleicht sich so ein bisschen die Betonung ändert. Aber prinzipiell, ich rede jetzt ja hier nicht absichtlich anders oder so. Das macht, wenn dann wirklich das Mikrofon. Deswegen ist es manchmal interessant, wenn es dann heißt, boah, du klingst total anders, so, ich rette dann mal wieder die Welt. Okay. So, das hat mir jetzt ein bisschen zu lang gedauert. Machen wir es mal so. Ich meine, ich hatte auch schon Leute, die mir dann gesagt haben, ja, du siehst schon so aus, wie ich mir das vorgestellt habe in meinem Kopf, vor meinem geistigen Auge. Ich hatte auch schon Leute, die meinten, boah, du siehst komplett anders aus, als ich gedacht hätte. Wo ich dann mal so ein bisschen Angst habe nach dem Motto, man stellt sich ja, glaube ich, niemanden bewusst irgendwie hässlich vor. Also, wenn ich mir jetzt euch vorstelle oder irgendwie ein Bild vor Augen habe, ja, einfach irgendeine Person oder so. Und wenn dann Leute kommen und meinen, boah, du siehst komplett anders aus, als ich dachte, denke ich immer so, findest du mich jetzt hässlich? Also das habe ich auch schon gehabt. Oder halt Leute, die meinten, boah, dein Aussehen passt überhaupt nicht zu deiner Stimme. Und ich so, Also irgendwie habe ich da auch schon alles gehabt. Genauso wie Leute meinten, boah, ich dachte schon, du wärst zumindest ein bisschen größer. Oder, na, so klein bist du ja gar nicht. Also ich habe schon viel Verschiedenes gehabt. Zum Glück nie wirklich was Schlimmes. Also war jetzt nie, dass jemand kam und sich gedacht hat, boah, du bist schon fetter, als ich gedacht hätte. Also das zum Glück nicht. Dann wäre ich, glaube ich, auch sofort gegangen. Aber ja. Bin mal gespannt, was diesjährige Gamescom so kommt. Immer wieder was Neues. Das macht irgendwie nicht so viel Schaden, wie ich gerne gehabt hätte, ehrlich gesagt. Macht Fliegen mehr Schaden? Das Ding ist ja super leicht.
So klein bist du ja gar nicht. Ja, ich glaube nur, dass euch das wahrscheinlich auch so geht. Wenn ihr jetzt auf so ein Treffen kommt, bei dem ihr ja wisst, dass ich anwesend bin und ihr vielleicht im Streamchat auch mal hier und dort was geschrieben habt und dementsprechend vielleicht halbwegs bekannt seid, sag ich mal, in der Community, dann denkt ihr euch mit Sicherheit auch so, was denken jetzt die anderen über mich? Aber ganz ehrlich, ich habe mir nie irgendwie sowas gedacht. Also war jetzt nie so, dass irgendwer auf so ein Treffen kam und ich mir dachte, boah, der sieht ja scheiße aus. Also nie! Ich bin dann immer auch so mit mir selbst beschäftigt, sag ich mal, dass ich halt überhaupt nicht auf was anderes achte als die Konversation an sich. Wäre ja auch furchtbar, wenn doch. Ich meine, klar, wenn jetzt jemand kommt, der irgendwie optisch ein bisschen auffällt, dann merkst du das natürlich so, ach ja, die mit den roten Haaren oder ja, der war besonders groß oder so oder der hatte dieses und jenes T-Shirt an. Also manche Sachen bleiben natürlich hängen, aber ne? Ja, Omat, kann ich verstehen. Also ich weiß auch nicht, optisch stelle ich mir eigentlich gar nicht so viel vor bei den Leuten. Das liegt aber auch daran, dass ich richtig schlecht mit Gesichtern bin. Also müsste ich jemals so ein Polizeifahndungsplakat erstellen. Und selbst wenn ich eins von Kai erstellen müsste, ich könnte das einfach nicht. Also, ich weiß, wie Kai aussieht, aber wenn es heißt, ja, wie ist denn sein Kinn geformt? Ist halt da? Ist halt Kais Kinn? Also, nee, könnte ich. Überhaupt nicht. Oh nein, Kai wird nicht gefahndet. Ich brauchte einfach nur ein Beispiel. Du hast noch keinen Bodentyp. Muss zugeben, dass ich dann immer voll nervös und zurückhaltend werde, wenn ich auf neue Leute treffe. Das kenne ich aber. Man glaubt mir das teilweise im Vorfeld nicht so, weil ich mich jetzt hier auch hinsetze und für, keine Ahnung, 80, 100 Leute streame. Aber es ist schon was anderes. Also es ist schon ein riesiger Unterschied, ob du Let's Plays machst oder streamst. Also das allein, finde ich, ist schon ein riesiger Unterschied, ob du dich zu Hause in deinen Kabuff setzt und Let's Plays aufnimmst oder ob du live quasi streamst. Aber es ist halt nochmal ein riesiger Unterschied, ob du dann wirklich auf so Conventions mit den Leuten redest, weil das einfach zu Angesicht ist. Das ist schon, wie gesagt, was ganz anderes irgendwie. Und dementsprechend, das fällt mir auch schwer. Also da so auf Leute zuzugehen, ist für mich auch echt hart. Also da seid ihr nicht alleine mit. Man merkt mir das vielleicht nicht immer so an, weil ich auch in der glücklichen Position bin, mal so treffen, dass ich nicht auf die Leute zugehen muss. Das weiß ich übrigens auch noch, Oma. Das war aber auch ein bisschen irritierend, sag ich mal. Nennen wir es so. Hey, wo geht's jetzt weiter? Da oder da? Gucken wir doch mal. Ich glaube schon fast da links. Dann nehmen wir erstmal die. Aber ja, für mich ist das auch schwierig. Es hat sich tatsächlich sehr viel gebessert, seit ich angefangen habe, da zu arbeiten, wo ich jetzt halt auch arbeite. Wo ich halt auch ab und zu Kundentermine habe und wo ich halt auch mit Leuten telefonieren muss, weil ich hasse telefonieren. Ich habe es schon immer gehasst. Ich hasse es immer noch, aber mittlerweile kriege ich wenigstens keine halbe Panikattacke mehr, wenn ich telefonieren muss. Das habe ich übrigens früher wirklich bekommen. Also ging gar nicht. Ich war so nervös, wenn ich wusste, dass ich telefonieren muss. Ich habe das gehasst irgendwie immer. Aber ja, es ist auf jeden Fall dadurch sehr viel besser geworden. Also meine Mutter sieht mich natürlich immer noch halbwegs häufig, aber sie ist halt nicht mehr unbedingt bei allen alltäglichen Situationen dabei. Ist halt eher so, dass man sich besucht. Und deswegen, wenn sie dann wirklich mal dabei ist und sieht, dass ich dann tatsächlich irgendwie mal zwei Sätze mit der Kassiererin wechsle oder wenn Leute mir Flyer andrehen wollen, nicht einfach schweigend, ich habe nichts gesehen, vorbeirenne, sondern wirklich was antworte oder so oder was weiß ich oder auf der Hochzeit mit Leuten rede, da ist sie immer voll fasziniert, weil sie mich so einfach gar nicht kennt. Also das hat mir echt sehr geholfen tatsächlich, da irgendwie so ein bisschen zu gezwungen zu werden auf der Arbeit. Fand ich nicht so witzig anfangs, hat aber tatsächlich wirklich geholfen. Natürlich haust du dir erstmal selber eine rein. Die Sache ist, ich mag ja telefonieren immer noch nicht. Dementsprechend, wenn hier irgendwer anruft, gehe ich auch nicht ans Telefon. Aber in 99% der Fälle ruft eh nur Jans Opa an. Von daher gesehen ist das voll okay, nicht dran zu gehen. Huch, Kuro, dankeschön, dass du 5 Subs
an die Community verschenkt hast. Das ist super lieb von dir. Und euch fünf, nämlich Flame Taku, Ben-San, Akani, Schnuti und Kumu-Cat. Viel Spaß mit unseren Emotes. Ich hoffe, ihr benutzt die auf jeden Fall auch fleißig. Dankeschön, Kuro. Und Keks, Dankeschön für 4 Monate Treue. Das soll ja nicht untergehen. Na, wir sind noch nicht ganz durch. Ich glaube, der Resub müsste noch kommen, genau. Pika freut sich. Aber interessant, dass so viele von euch telefonieren auch nicht mögen. Also wenn es dann immer heißt, ja, dies, das, jenes, Termin abstimmen, ja, machen Sie das telefonisch. Und ich so, kann ich das per Mail, kann ich das per Mail? Nein, rufen Sie mich an. Nein! Nee. Die Sache ist, ich habe bei mir auf der Arbeit schon alle möglichen Leute am Telefon gehabt. Also du hast natürlich immer die Kandidaten, die du absolut nicht verstehst, weil die Qualität des Anrufs einfach furchtbar schlecht ist. Oder weil die... Ich bin dauernd verwirrt. Oder weil die tatsächlich der deutschen Sprache nicht mächtig sind, was halt auch manchmal etwas schwierig ist. Und dass Leute, die einfach geistig umnachtet sind und Leute, die halt wirklich nett sind. Also du hast halt einfach alles irgendwie. Du wirst da in so viele verschiedene Situationen reingeworfen, dass du zwangsläufig alles mal mitbekommen hast. Oh, Janni, dankeschön, dass du nochmal 2 Subs verschenkt hast. Das ist voll lieb von dir. Und Henet und Nian, viel Spaß mit euren Emotes. Auch da hoffe ich natürlich, dass ihr sie fleißig benutzen werdet. Heute haut ihr aber gut raus. Das heißt, ich muss bestimmt gleich mal den Subcounter aktualisieren. Also komme ich ganz am Ende wieder raus. Okay. Dann nehmen wir erst die andere Route. Ich wusste auf jeden Fall, hier gibt es 2 und die eine ist ziemlich uninteressant. Okay. Da ich leider kein klassisches Elektro-Pokémon habe, kann ich mich hier nicht einfach so durchschnetzeln, aber das geht schon. Ja, ich hätte halt auch gerne eher einen Job gehabt, wo ich halt nicht so viel Kundenkontakt habe, weil Menschen wirklich anstrengend sein können. Ich meine, ich habe auch schon super viele nette Leute erlebt, sowohl vor Ort als auch am Telefon. Und auch viele Leute, die wirklich verständnisvoll sind, wenn mal irgendwas eben nicht sofort so machbar ist. Du hast halt aber auch viele Leute dabei, wo dir halt beim Gespräch selbst schon Gehirnzellen absterben. Aber ich sag mal, es ist tatsächlich super schwer, Berufe zu finden, so komplett ohne Kundenkontakt. Weil letztendlich lebe ich ja davon, dass ich Kundenaufträge abarbeite. Ne? Kein Sturmsog, Gastrodon doch. Aber Sturmsog sorgt ja nur dafür, dass ich quasi die Wasserattacken auf mich ziehe im Doppelkampf und mein Partner die nicht abbekommt, aber Schaden bekomme ich trotzdem. Ist ja kein H2O-Absorber. Ich meine schon, dass wir Sturmsog haben. Aber ich sehe schon, Aquawelle ist hier so die beste Attacke auf der Route. Bin nur kurz am Lurken, bevor ich gleich los muss. Warum nicht? Viel Spaß beim Lurken. Aber wie gesagt, es könnte mich so viel schlimmer, glaube ich, treffen. Ich meine, klar sind da auch so ein paar Highlights bei, aber so prinzipiell... Also ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die wirklich permanent mit Menschen zu tun haben, Kassierer oder so zum Beispiel, oder auch Ärzte vielleicht, da sehr viel mehr Highlights haben. Nennen wir es mal so. Domentorana, dankeschön für 6 Monate Treue, auch wenn du gleich schon wieder weg bist. Viel Erfolg bei was auch immer so ansteht. Ich musste noch was erledigen. Ich hoffe, es war erfolgreich. Golking ist auch nicht amused, so wie der aussieht. Kann sein, dass Sturm so quasi später die Attacke nicht dich gemacht hat, aber hier auf jeden Fall nicht. Oh, das hat sogar gereicht. Not bad. Unistoff leider. Was muss, das muss. Also ich sag mal, ich beneide euch nicht dafür, dass ihr für die Uni lernen müsst
und bin dann doch ganz froh, da durch zu sein. Aber ich fand Uni tatsächlich angenehmer als Schule. Weil Schule hatte halt auch viele Fächer, die ich so gar nicht mochte. Und Uni war tatsächlich von den Zeiten her für mich ein bisschen angenehmer. Heiner. Also Uni war voll okay prinzipiell, aber immer dieses für die Prüfung halt lernen und dann diese Prüfungsangst und so, war jetzt auch nicht so das Schönste. Dementsprechend dann jetzt wirklich arbeiten zu können. Ich meine, klar, es gibt immer noch Feedbackgespräche und so, aber tja, finde ich eigentlich alles recht harmlos, muss ich sagen. Mein Leben wurde nach dem Abi so viel besser. Das ist schon sehr angenehm gewesen. Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen bist du beim Abi dann auch nochmal richtig nervös und wenn es dann halt vorbei ist, ist schon so ein bisschen, puh, kannst du wieder durchatmen. So. Und sonst so? Irgendwas, worüber ihr reden möchtet? Irgendwelche Dinge, die ich euch erzählen könnte? Ich rede mit allerdings nicht über Ämter. Da muss ich mich wieder fürchterlich aufregen nach heute. Das lassen wir. Aber ansonsten? Was für Socken tragen sie denn heute? Fun Fact, ich trage gar keine Socken gerade. Also ich habe heute Socken getragen. Aber nachdem ich dann das Meeregehege ordentlich sauber gemacht habe, waren die dreckig und ich habe sie in die Wäsche geworfen. Also trage ich gerade gar keine Socken. Es tut mir leid. Janni, meine Güte, du haust aber heute auch raus. Dankeschön, dass du noch einen Sub verschenkt hast. Und Tervaran, viel Spaß mit deinen Emotes. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mich jetzt nicht durchschaufeln. Sinnoh-Remix ist immer ein tolles Thema. Würde ich auch nach wie vor nehmen. Hätte ich jetzt nicht so das Problem mit, tatsächlich. Also ich habe es ja schon so oft gesagt, ich mag Diamant, Perle und Platin wirklich sehr gerne. Das, was mich immer gestört hat, waren die Höhlen, die ich halt nicht so sonderlich mochte. Aber da jede Gen irgendwas hat, was ich jetzt nicht so sonderlich mag, wäre auch irgendwie echt interessant, wenn ich jedes Pokémon-Spiel super gerne mögen würde. Eigentlich hat jedes Spiel irgendwas, was mich stört. Also kein Spiel ist perfekt. Deswegen, ich mag Sinnoh super gerne. Ich würde Remakes nehmen, sofort. Das war jetzt da oben noch. Aber da wir jetzt natürlich erstmal Sword and Shield haben, wird das, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Hallo Sushi! Oh, ich habe keinen Schutz mehr aktiv. Und viel Erfolg beim Arbeiten gleich. Also ich bin echt mal gespannt. Bin sehr gespannt. Warum? Ich bin sehr gespannt auf die nächste Gen und auch auf die Remakes, die da vielleicht noch auf uns zukommen. Ich spiele ja aktuell immer noch Persona Q 2. Ich komme auch nicht so wirklich voran, weil ich glaube, recht langsam spiele verhältnismäßig. Und weil ich es immer nur so zwischendurch spiele, dann demnächst natürlich Fire Emblem. Und ja, dann vielleicht Sword and Shield. Und ich möchte ja am Sonntag im Stream Nier Automata anspielen. Je nachdem, wie es mir gefällt, wäre das natürlich auch noch was ich dann noch spielen möchte. Die Sache ist, macht euch keine Sorgen, wenn ich irgendwann mal wirklich eine Lücke habe, das heißt, es kommen keine neuen Spiele, die ich unbedingt spielen möchte. Xenoblade Chronicles 2 weint da hinten noch leise im Schrank. Also ich bin versorgt. Auf jeden Fall. Ich bin auch voll gehypt auf Fire Emblem. Ich weiß da halt auch nicht so sonderlich viel von. Tatsächlich, die letzten Trailer habe ich dann gar nicht mehr gesehen, aber ich freue mich da echt drauf. Ich habe allgemein Bock auf Fire Emblem. So, hier? Was ist hier? Unten konnte ich ja auch lang. Nehmen wir erstmal die Mitte. Warum nicht? Immer richtig atmen. Ja, atmen ist schon wichtig, ja. Xenoblade! Ja, und hallo Sora. Ich habe ja generell auch noch nie was von Xenoblade gespielt, aber ich habe gerade jetzt von Chronicles 2 sehr viel Positives gehört. Das hypen ja schon so ein paar Leute. Und es war, glaube ich, im Angebot irgendwann mal. Also ich habe nur das Spiel selbst, ich habe jetzt nicht diesen Mega-DLC dazu.
Deswegen, ja, liegt das bei uns im Schrank und ich möchte es irgendwann mal spielen. Aber ich möchte es halt auch nicht irgendwo einfach zwischenschieben, weil das, glaube ich, auch so ein 100-Stunden-Spiel ist. Aber Nier Automata weint auch im Schrank. Das kommt jetzt wenigstens mal vom Stapel der Schande bald runter. Nee, da kann ich noch drin bleiben. Wie gesagt, ich habe es halt schon echt lange im Schrank liegen tatsächlich. Lichttod! Dankeschön für 6 Monate Treue. Also, Nier Automata war halt auch so ein Spiel, was ich gerne mal spielen wollte, weil ich das halt rein visuell sehr ansprechend fand. Und ich habe irgendwann mal einen Gameplay-Trailer gesehen. Der sah auch ziemlich cool aus, aber da habe ich schon wieder alles von vergessen mittlerweile. Und Kai hat es ja gespielt und Kai meinte dann zu mir, er hat keine Ahnung, ob es mir gefallen wird. Kann er nicht einschätzen, müsste ich ausprobieren. Und das war dann irgendwann im Angebot für, ich glaube, 25 Euro oder so mal. Und dann haben wir das halt gekauft und seitdem liegt das hier. Und irgendwie wollte ich das halt immer mal anspielen. Ich war mir nie sicher, ob privat oder im Stream, aber ich wollte es gerne mal anspielen. Und irgendwann, vorletzte Woche, war das so ganz spontan, dass ich mir dachte, irgendwie habe ich da schon Bock reinzugucken. Ich weiß nichts über das Spiel, aber irgendwie habe ich da einfach Bock drauf. Und dann dachte ich mir so, ja, mach's mal. Fertig. Das war echt so eine ganz spontane Entscheidung, sag ich mal. Deswegen hoffe ich auch, dass das Sonntag recht spoilerfrei und Backseat Gaming frei ablaufen wird. Weil ich halt auch noch keine Ahnung habe, oh hi, wie das so schwierigkeitstechnisch für mich sein wird, weil ich ja auch nicht genau weiß. Klar, so Echtzeit-Kampfsystem kenne ich halt durch Tales, aber, oder auch im entferntesten Sinne durch sowas wie Hyrule Warriors oder so, sowas Schnelleres, aber Nier ist halt schon noch mal was ganz anderes, deswegen mal gucken. Mal gucken. Ich hoffe halt, wie gesagt, nur echt, dass nicht so viel Backseat-Gaming kommt und nicht so viele Spoiler. Ich habe ja schon den ersten auf Twitter bekommen, nachdem ich es da gepostet habe. Lustigerweise, wie gesagt, ich habe den Streamplan gepostet auf Twitter und habe sofort den ersten Spoiler bekommen, aber die Person war tatsächlich sowieso bei mir schon gemutet auf Twitter. Weil ihr müsst wissen, ich blocke jetzt nicht unbedingt jeden sofort auf Twitter. Wenn Leute aber auf meine Tweets antworten und mich spoilern, Backseat-Gamen, unfreundlich werden, mich sonst wie nerven oder sonst was, dann mute ich sie halt öfters schon mal auf Twitter, einfach um deren Tweets nicht mehr sehen zu müssen. Ich muss sie ja nicht gleich blocken. Deswegen habe ich den Spoiler auch nicht gelesen. Kai meinte plötzlich, ja, da ist ein Spoiler unter deinem Streamplan. Und ich so, hä? Ich sehe nichts. Ach, ich habe die Person gemutet. Ah! Es ist dann schon witzig, wenn es dann gerade solche Leute sind. Ich glaube, blockiert auf Twitter habe ich halt schon so ein paar Leute. Aber überwiegend so Bots und Spam-Accounts und sehr, sehr, sehr nervige Leute. Aber sonst mute ich halt auch einfach gerne Leute. Ich meine, das Spiel ist jetzt ja auch schon minimal älter zumindest. Aber trotzdem, ist jetzt nicht so, dass das Spiel 15 Jahre alt ist, ne? Und ich finde, man sollte generell nie spoilern. Ich glaube, das ist sogar der richtige Weg hier. Naja.